So, herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zum zweiten Webinar unserer Chartanalyse-Webinarreihe. Ich freue mich, dass Sie wieder so zahlreich erschienen sind. Mit mir heute Abend natürlich Tom Neske. Fragen, wie auch beim letzten Mal, gerne live in die Tastatur tippen. Sprechen können selbstverständlich nur der Herr Tom Neske und ich, Elena Christodoulou. So, dann wünsche ich Ihnen viel Spaß und gebe hiermit mal weiter. Ja, Elena, vielen Dank. Wie auch beim letzten Mal eine sehr schöne Einführung hier in unsere heutigen zweiten Teil unserer Webinarreihe. Von hier auch an meiner Stelle herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil. Hab auch schon bei den Teilnehmern geschaut. Wir haben ja schon wieder einige Wiederholungstäter, die natürlich heute auch hier wieder mit dabei sein wollen. Und wie gesagt, heute wollen wir ein bisschen dann ins Eingemachte schauen. Was erwartet uns heute? Wir haben letztens uns ja mit den Grundlagen der charttechnischen Analyse beschäftigt und heute wollen wir ein bisschen weitergehen. Heute werden wir uns die charttechnischen Indikatoren mit anschauen. Ich habe hier einige mal aufgeführt, die wir uns mal einschauen wollen, über die gleitenden Durchschnitte, über Bollinger Bänder und MACD-Indikatoren und wie man die ganzen natürlich ein bisschen kombinieren kann mit dem letzten Webinar. Da haben wir uns ja gerade die Widerstands- und Unterstützungslinien angeschaut und wie wir dann im Bereich dieser Widerstands- und Unterstützungslinien dann in Kombination mit unseren heutig vorgestellten Indikatoren arbeiten können. Das wird Thema unseres heutigen Webinars sein. Zuvor jedoch wieder, wie immer, unser kleiner Risikohinweis, unser Disclaimer, den ich Ihnen an dieser Stelle auch mal kurz vorlesen möchte. Der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin kann zu Verlusten führen und ist daher nicht für jeden Anleger geeignet. Bevor Sie mit dem Live-Trading beginnen, sollten Sie Ihre finanziellen Umstände, Risikoeignung, Erfahrungsstand, Handelsziele sorgfältig prüfen. Die folgenden Inhalte stellen keine Aufforderung zum Handel dar. Sie dienen ausschließlich informellen Zwecken sowie der Veranschaulichung und Weiterbildung. Darüber hinaus müssen die Meinungen der Moderatoren nicht zwingend die Meinung von Thinkmill darstellen. Die Präsentation wurde nach bestem Wissen vorbereitet. Jedoch sind Ungenauigkeiten oder eventuelle Fehler in der Unterlage möglich, wofür weder Thinkmill noch der Moderator die Haftung entsprechend übernimmt. So, wie auch beim letzten Mal sehen Sie auch ein kleines Bildchen von mir. Das ist die Person, die sich hinter der Stimme verbirgt des heutigen Abends. Und sollten Sie Fragen haben, wir haben hier natürlich auch eine Chatfunktion, die Elena hat das schon angedeutet, können Sie diese Fragen natürlich auch jederzeit dann in den Chat mit reinnehmen. Die Unterlagen haben wir hier auch für Sie bereitgelegt, also sowohl vom letzten Mal als auch vom heutigen Webinar. Das heißt, die Präsentation, die wir jetzt hier sehen, haben wir Ihnen auch als nochmal als PDF-Dokument zur Verfügung gestellt. Können Sie gerne mit downloaden, wenn Sie im Nachgang da vielleicht nochmal das ein oder andere mit nachsehen wollen. Wie auch beim letzten Mal werden wir das heute praktisch machen. Das heißt, wir schauen uns hier in der Präsentation kurz die Grundlagen dieser einzelnen Indikatoren an. Was bedeuten die? Was verbirgt sich dahinter? Wie ist die Entstehungsgeschichte? Vor allen Dingen aber mit welchen Einstellungen kann ich arbeiten? Das Ganze aber, wie gesagt, schon wie beim letzten Mal live am Chart auf unserem MetaTrader, sodass wir uns dementsprechend da das Ganze im praktischen Bereich anschauen können, weil das ist ja das auch, was Sie nachher als Trader vor sich haben, Ihren Bildschirm. Und da müssen Sie ja dann mit den Indikatoren, mit den Bausteinen, die wir Ihnen in unseren Webinaren hier vorstellen, selbstständig arbeiten. Ja, Indikatoren in der Charttechnik, das ist mal hier so die Einführung. Was sind eigentlich Indikatoren? Wir sehen es hier mittlerweile, die Zahl der technischen Indikatoren, die heute gerade auch für den MetaTrader zur Verfügung stehen, die ist unheimlich groß geworden. Also es gibt tausende von verschiedenen Indikatoren, die als Hilfsmittel genutzt werden können. Ja, und was sollen diese Indikatoren bringen? Im Prinzip möchte man mit Hilfe der Indikatoren es dem Anleger ermöglichen, Entscheidungshilfen herbeizuführen, um praktisch aufgrund der historischen Entwicklung, ähnlich wie wir es ja auch mit den Widerstands- und Chartmarken im letzten Webinar gemacht haben, Prognosen für die zukünftige Entwicklung zu geben. Da gibt es natürlich einige Klassiker, auf die werden wir uns heute berufen, wie zum Beispiel ein MACD-Indikator, ein Stochastik-Indikator oder auch sogenannte Bollinger Bänder, Namen, die man vielleicht schon mal gehört hat, die dementsprechend als Klassiker mittlerweile als Indikatoren hier in der Charttechnik gelten. Und wollen schauen, wie wir mit diesen Indikatoren zusammen am besten dann in den Märkten arbeiten können. Aber wie ich es auch schon im letzten Satz hier geschrieben habe, die bittere Wahrheit vorweg, Indikatoren sind nicht in der Lage, die zukünftigen Kurse mit einer sehr hohen Zuverlässigkeit oder gar vorherzusagen. Aber da werden wir sehen,
wir erreichen doch eine relativ hohe mathematische Wahrscheinlichkeit, das war auch ein Rahmen meiner Forschungsarbeit, wenn wir diese Indikatoren zum Beispiel miteinander kombinieren. Das wird im nächsten Modul, was wir in der kommenden Woche ansetzen, dann der Fall sein, wenn wir uns mal basierend auf den ersten beiden Webinaren dann einzelne kleine Trading-Setups bauen, indem wir diese Indikatoren miteinander kombinieren. Und dann wirklich schon mal mit mehreren Indikatoren uns eine kleine Checkliste aufbauen. Und Sie werden sehen, damit ist es durchaus möglich, nicht nur eine statistische Wahrscheinlichkeit von 50-50 zu bekommen, dann könnten wir auch gleich im Casino dementsprechend unser Geld einsetzen, sondern Sie werden sehen, wir haben mathematische Wahrscheinlichkeiten von 70, 80 oder noch mehr Prozent, die wir mit der Kombination dieser Indikatoren, die ich Ihnen heute vorstelle, in Kombination mit der Charttechnik aus dem letzten Webinar mit den Widerstands- und Unterstützungslinien hier erreichen können. So viel aber vorweg. Wie gesagt, wir wollen uns jetzt mal den ersten und den wichtigsten, aber auch den einfachsten Indikator anschauen, den wir nutzen können, unseren sogenannten Moving Average im Englischen, auf Deutsch das Ganze übersetzt, leitende Durchschnitte. Und da gibt es natürlich verschiedene Formen von gleitenden Durchschnitten, die es hier an den Märkten gibt. Und das wollen wir uns im Prinzip mal anschauen. Ich habe uns hier mal eine Slide zusammengeführt. Was sind eigentlich gleitende Durchschnitte? Nichts anderes als die, im Prinzip, sie dienen der Glättung des Linienscharts mittels der Schlusskurse. Es sind trendfolgende Indikatoren, das heißt, wir werden aufgrund dieser Kurven, die wir uns gleich im Chart mit anschauen, sehen, dass die Kursentwicklung etwas geglättet ist. Damit haben wir einen glatteren Verlauf. Und diese Indikatoren können bereits zur Generierung von Handelssignalen genutzt werden. Ich habe mal ein kleines Beispiel hier aufgeführt, wie sich so gleitende Durchschnitte hier am Markt berechnen. Ganz einfach, wie wir es zum Beispiel beim Linienchart im letzten Webinar hatten, nutzen wir die Schlusskurse. Das machen wir auch hier. Wenn wir zum Beispiel mit einem gleitenden Durchschnitt von 8 arbeiten, heißt das nichts anderes, als dass wir von den letzten 8 Kerzen zum Beispiel den Schlusskurs nehmen und daraus dann das Ganze durch 8 teilen, weil wir 8 Werte genommen haben. Wer in der Mathematik sich ein bisschen auskennt, das ist nichts anderes als ein arithmetisches Mittel. Damit haben wir eine Glättung im Chart erreicht und so viel eigentlich auch schon zur Theorie. Wie das im Praktischen aussieht, wollen wir uns jetzt mal auf unserer Handelsplattform, hier auf unserem Metatrader von Tickmill mit anschauen. Wir sehen, wir haben hier unseren klassischen Chart. Ich habe jetzt hier mal den Euro-US-Dollar als Devisenpärchen ausgewählt, als Minutenchart. Sehen wir hier auch in der Einstellung. So ist es praktisch, wenn wir unseren Metatrader öffnen. Und hier wollen wir uns jetzt mal den ersten gleitenden Durchschnitt mit einfügen. Wer noch nicht mit einem Metatrader gearbeitet hat, da haben wir mehrere Möglichkeiten eines Einfügens. Wir sehen hier zum Beispiel dieses Panel Einfügen. Dann sehen wir hier auch zum Beispiel den ersten Button gleich Indikatoren. Ja, und dann sehen wir hier einzelne Indikatoren, die mit aufgeführt sind. Und da können wir uns dann auch mal unseren Moving Average im Prinzip heraussuchen. Das mache ich jetzt mal. Und eine Standardeinstellung bei Moving Average, das ist diese 14. Auf unser Rechenbeispiel bezogen heißt das nichts anderes, dass wir jetzt die 14 Schlusskurse der letzten 14 Kerzen, also im Prinzip im Minutenchart unserer letzten 14 Minuten nutzen, diesen Wert durch 14 teilen und dann erhalten wir einen geglätteten Wert. Man sieht, man kann hier auch noch verschiedene Farben eingehen und das werden wir jetzt einfach mal machen. Moment, das war der falsche. Da ist ja der Moving Average von 8. So, und da haben wir jetzt ihn hier auch schon im Chart mit drin zu liegen. Jetzt sehen wir hier in unseren Kerzen eine sogenannte gelbe Linie. Und wir sehen auch, diese gelbe Linie ist schon in der Lage, uns dementsprechend Indikationen zu geben, wo sich ein Markt hinbewegt. Wir können das Ganze einfach nutzen, indem wir sagen, sind wir mit unseren Kerzen oberhalb dieser gleitenden Durchschnitte, dann sind wir in einem sogenannten Aufwärtstrend. Durchbrechen wir, wie hier in unserem Beispiel, ich visualisiere uns das Ganze mal mit einer vertikalen Linie, durchbrechen wir diesen gleitenden Durchschnitt hier im Chart, wie hier zum Beispiel, und sind dann mit dem Kerzen unterhalb dieses gleitenden Durchschnitts, sind wir in einem intakten Abwärtstrend. Also man sieht, man kann hier schon ganz einfach, auf eine ganz einfache Art und Weise, den Markt eine deutlich bessere Interpretation beimessen und dementsprechend hier auch schon erste Gehversuche am Markt dementsprechend starten. Meistens werden gleitende Durchschnitte miteinander kombiniert, das heißt, wir nutzen zwei gleitende Durchschnitte
zeigt nochmal die andere Möglichkeit, einen Indikator einzufügen. Wir sehen, wir haben hier diese sogenannte F-Plus-Taste, unsere sogenannte Indikatorliste, die kann ich mir aufrufen und dann haben wir auch hier unseren gleitenden Durchschnitt. So, wir haben jetzt einen gleitenden Durchschnitt mit 8, das ist unser Signalindikator. Jetzt nehmen wir nochmal eine Periode von 13 und wir nehmen einfach mal eine etwas andere Farbe, nämlich Rot, und zeichnen uns eine zweite Linie ein. So, jetzt sehen wir schon, desto längerfristig wir natürlich diese gleitenden Durchschnitte wählen, desto geglätteter ist dieser Linienverlauf hier natürlich auch, desto stärker ist natürlich auch die Aussagekraft. Auch hier gilt, wenn wir uns oberhalb dieser roten Linie mit unseren Kerzen befinden, sind wir im Aufwärtstrend. Befinden wir uns unterhalb dieser Linie, sind wir in einem Abwärtstrend. Und die Kombination dieser beiden Indikatoren, dieser beiden Moving Averages, ergibt dann zum Beispiel auch schon Handelssignale, indem man zum Beispiel sagt, wenn die schnellere Linie, die gelbe Linie, die langsamere Linie, also unsere rote Linie hier schneidet, dann haben wir hier an diesem Schnittpunkt ein neues Buy-Signal. Das sehen wir hier im Chart. Das ist die Indikation, wo wir praktisch den Schnittpunkt der langsameren durch die schnellere Linie haben. Solange wir uns dann mit der gelben Linie oberhalb unserer roten Linie befinden, sind wir in einem Buy-Modus. Wir sehen, das funktioniert hier sehr toll. Und wenn wir auf der anderen Seite das Pendant dazu haben, dass die schnellere Linie, unsere gelbe Moving Average Linie, unsere rote Linie kreuzt, ist das dann entsprechend das Verkaufssignal. Das war hier der Fall gewesen. Und solange sich die gelbe Linie unterhalb der roten Linie befindet, sind wir in einer Abwärtsbewegung und damit kann man schon schöne Handelssignale generieren. Problematisch beim Moving Average ist Folgendes. Sie sehen das hier auch schon am Chart, wenn wir sogenannte Seitwärtsmärkte haben. Wir sehen, hier kreuzen sich die Linien, das wäre ein Buy-Signal. Und man sieht, der Markt bewegt sich sofort in die andere Richtung. Das generiert natürlich Fehlsignale. Das ist gleichzeitig hier als Schwäche dieser beiden Indikatoren zu sagen. Wir brauchen starke volatile Märkte. Da funktioniert das super. Wenn sich die Märkte schnell bewegen, kann man mit diesen Moving Averages sehr, sehr schön arbeiten. Aber wenn wir trendlose Märkte, Seitwärtsmärkte haben, sehen wir hier schon sehr, sehr viele Schnittpunkte und dann wird es relativ schwierig mit der Arbeit. Da muss man diesen Indikator dann schon mit weiteren Hilfsmitteln, mit weiteren Indikatoren kombinieren. Das wird Bestandteil unseres nächsten Webinars sein. Ja, und einer der wohl bekanntesten Moving Averages ist praktisch der 200er. Man hört es immer, die 200-Tage-Linie. 200-Tage-Linie ist im Prinzip nichts anderes als dass der gleitende Durchschnitt auf 200-Tage-Basis oder hier auf 200-Minuten-Basis gebildet wird. Bei Investoren und Anlegern einer der beliebtesten Indikatoren, wo man sagt, okay, sind wir oberhalb dieser 200er-Linie, sind wir in einem Aufwärtstrend, befinden wir uns wie jetzt, hier haben wir ja dieses Durchbruchsszenario gehabt, befinden wir uns unterhalb dieses 200er-Moving-Averages, sind wir in einem Downtrend, in einem Abwärtstrend. Und wie gesagt, diese Indikatoren kann man sehr, sehr schön in allen Timeframes nutzen. Ich habe uns hier jetzt einfach mal das Tageschart vom Euro-US-Dollar aufgerufen und hier sehen wir auch sehr, sehr schön der Durchbruch dieser 200-Tage-Linie. Das war hier der Fall gewesen, wo ich jetzt mal unsere Linie hinziehe. Das war praktisch der Beginn dieses neuen Aufwärtstrends hier am Markt gewesen. Und ab diesem Zeitpunkt sehen wir, befinden wir uns oberhalb unseres Moving Averages und wir sehen eine deutlich starke Bewegung nach oben, sehen das aber auch in der Historie, wenn wir uns das Ganze mal ein wenig zurückscrollen, dass diese Marken, diese Moving Averages auch sehr, sehr gerne als Widerstandsmarken fungieren. Das hatten wir in unserem letzten Webinar auch schon besprochen. Also nicht nur Linien, die wir uns selber in diese Charts einzeichnen können, sondern auch diese Moving Averages selber fungieren als Widerstandsmarken. Und wir sehen es hier zum Beispiel, wir sind mit dem Tageschart genau an diese 200-Tage-Linie in dem Bereich rangelaufen, sind genau an dieser Marke im Prinzip hier gescheitert. Und das ist natürlich dann auch so ein klassisches Scheitern an diesem Widerstand hier gewesen. Also auch so kann man diese langfristigen Moving Averages sehr, sehr schön nutzen, um hier Handelssignale zu generieren. In dem Fall wäre das dann der Einstieg in einen Short Trade gewesen. Wenn ich sehe, dass ich an so einer markanten gleitenden Durchschnittsmarke abgeprallt bin, ist das hier natürlich ein entsprechendes Short-Signal. Oder aber, wenn wir sehen, jetzt haben wir den Durchbruch durch so eine markante Marke, durch diesen gleitenden Durchschnitt von 200 Tagen hier geschafft, dann ist das praktisch der Beginn eines neuen Buy-Signales.
Ja, und wie wir in der Folge sehen, das war nicht schlecht gewesen. Der Einstiegszeitpunkt auf Tagesbasis war hier noch bei 1,0896. Jetzt sind wir bei 1,1656, waren aber auch schon bei 1,21. Also eine sehr, sehr schöne Kursbewegung. Ja, und wer so mitarbeitet, kann das Ganze dementsprechend sehr, sehr schön nutzen, um dementsprechend hier Handelssignale zu generieren. Hier sehen wir das ganze Szenario nochmal mit unserem 200er Durchschnitt. Auf Stundenbasis auch hier im Prinzip das Durchbruchsszenario durch den Stundenchart. Das ist hier unser Buy-Signal in diesem Settlement oder aber auch hier der Durchbruch nach unten durch unsere 200er Moving Average Linie, das sehr schöne Verkaufssignal. Und wir sehen aber auch hier im Prinzip das Scheitern an dieser Marke, wo hier der Moving Average als Widerstand fungiert. Auch da sehen wir, funktioniert das mit Widerstand und Unterstützung sehr schön. Und zur Wiederholung aus dem letzten Webinar, wie kann ich sowas natürlich nutzen? Da hatten wir uns ja die Unterstützungszonen und Unterstützungslinien angeschaut. Und da sehe ich habe hier sehr, sehr viele markante Tiefstände. Die kann ich natürlich auch einfach wieder miteinander verbinden. Sie sehen, ich verbinde die ersten beiden. Dann habe ich hier nochmal drei Punkte und habe dann hier eine sehr schöne Linie, eine Unterstützungslinie. Und wir sehen, wir durchbrechen hier nicht nur unsere 200-Tage-Linie, sondern auch noch diese schöne Unterstützungszone, die wir hier uns aufgrund der Charttechnik, so wie wir es beim letzten Mal gelernt haben und uns angeschaut haben, durchbrochen haben. Und das ist dann natürlich ein sehr, sehr schönes, sehr starkes Verkaufssignal. Und manchmal wundert man sich, warum auf einmal so viel Schwung in den Markt reinkommt. Das liegt daran, dass solche bestimmten Marken hier dementsprechend dann unterstützt worden oder durchbrochen worden sind. Und dann gibt es hier dementsprechend so starke Handelsbewegungen an den Märkten. Und das kann man natürlich als Trader dann sehr, sehr schön nutzen. Und wir sehen, selbst mit diesen einfachen Hilfsmitteln dieser Moving Averages kann man hier sehr, sehr schön am Markt mitarbeiten. So, das soll es auch zu unserem Moving Averages hier gewesen sein. Schauen wir uns an der Stelle den nächsten Indikator an. Wer, wie gesagt, eine Frage hat, kann mir die gerne dementsprechend in den Chart mit reinstellen. Dann gehe ich da natürlich sehr gerne drauf mit ein. So, der nächste Indikator, den ich Ihnen in dem heutigen Webinar mit vorstellen möchte, sind unsere sogenannten Bollinger Bänder. Ja, wie es der Name meistens bei diesen Indikatoren schon sagt, ist das meistens auch der Erfinder dieser Bänder. Das war der John Bollinger gewesen, der diese Bänder, die wir hier sehen, dementsprechend erfunden hat. Und das war schon in den 80er Jahren und zählt heute eigentlich zu den klassischen Indikatoren, die dementsprechend in der Chartanalyse genutzt werden. Wir werden gleich sehen, wir haben hier drei Linien im Markt eingezeichnet. Ein mittleres, ein oberes und ein unteres Band. Und das mittlere Band, das ist im Prinzip nichts anderes als das, was wir uns eben mit den gleitenden Durchschnitten angeschaut haben. Das ist in der Regel ein gleitender Durchschnitt von 20. Das heißt, hier werden 20 Schlusskurse miteinander kumuliert und ein Durchschnittswert gemittelt. Das ist praktisch das mittlere Band, die mittlere Linie, die wir von den drei Linien gleich sehen werden. Und dann gibt es ein oberes und ein unteres Band. Das ist nichts anderes als eine mathematische Berechnung, eine sogenannte Standardabweichung, die dementsprechend einmal zum Mittelwert addiert werden oder aber einmal vom Mittelwert subtrahiert werden. So viel auch zur Theorie. Wir wollen uns das Ganze wieder in der Praxis mit anschauen. Das heißt, hier geht es auch gleich wieder zurück in unseren Metatrader. Und wie wir es eben schon gesehen haben, unten über die Indikatorenliste können wir uns dann unseren entsprechenden Indikator hier mit raussuchen, unsere sogenannten Bollinger Bänder. Und ich zeichne die mal ein und wir sehen Periode 20, das ist dieses mittlere Band, dementsprechend hier unser gleitender Durchschnitt. Machen den mal in einer etwas anderen Farbe in Gelb, dann sollten wir das Ganze hier auch sehr, sehr schön sehen und schauen uns das Ganze hier, wie gesagt, mal im Minutenchart an. Sie können das Ganze, wie gesagt, in jedem Timeframe nutzen. Ja, und jetzt bekommt der Markt, ich nenne das immer wie ein Korsett hier aufgesetzt. Jetzt sehen wir hier drei wilde Linien, die dementsprechend hier um den Markt gelegt werden. Und das sind, wie gesagt, so die Extrembereiche. Wir sehen dieses mittlere Band, das ist der Mittelwert. Und da hatten wir ja eben schon drüber gesprochen, sind wir oberhalb dieser Linie, sind wir in einer Aufwärtsbewegung, sind wir unterhalb dieser Linie, sind wir in einer Abwärtsbewegung. Und das kann man auch sehr, sehr schön mit nachvollziehen. Wir sehen,
Wir haben hier dieses untere Band getestet. Das ist immer ganz interessant. Wenn dieses untere Band getestet wird, gehen die Anleger davon aus, dass wir dann an diesem unteren Band eine Gegenbewegung sehen. Diese Gegenbewegung, die sehen wir hier auch in den nächsten Kerzen. Wir sehen, wir bewegen uns von diesem Band weg in Richtung dieses mittleren Bandes. Hier sehen wir, wird dieser gleitende Durchschnitt von 20, den wir gewählt haben, überschritten. Das ist die Kaufindikation oder eine mögliche Kaufindikation, die wir hier nutzen können. Und wir sehen, solange wir uns dann oberhalb dieses gelben mittleren Bandes befinden, sind wir hier dementsprechend in einem Aufwärtstrend. Wir sehen auch, dieses Band legt sich immer weiter nach oben. Es kommt auch immer wieder zu einer kleinen Korrektur von diesem Band. Wie gesagt, die darf bis zum mittleren Band laufen. Solange wäre dieser Aufwärtstrend intakt. Wenn dieses mittlere Band hier durchbrochen wird, das hatten wir eben bei den Moving Averages besprochen, dann haben wir hier eine klassische Verkaufsindikation. Und wir sehen, solange wir uns danach unterhalb dieses mittleren Bandes befinden, sind wir hier in einem ganz klaren Abwärtstrend. Hier sehen wir auch nochmal sehr schön dieser Rücksetzer an dieses mittlere Band. Wir sehen aber auch, wir prallen an diesem mittleren Band ab. Also auch hier fungiert dieses Band als Widerstand. Wir nehmen dann wieder den vorherrschenden Trend auf. Wir sehen das hier in den nächsten Kerzen. Es geht wieder deutlich nach unten. Sehen aber auch, wir bauen keine neuen Tiefstände mehr mit diesem Band auf. Das ist also für mich schon immer ein Indiz für eine Bodenbildung. Schaffen es aber auch hier nicht, dieses mittlere Band der Bollinger Bänder zu überschreiten, prallen hier erneut ab. Das heißt, es fungiert immer noch als Widerstandsmarke. Hier der erneute Versuch, dieses mittlere Band, diesen gleitenden Durchschnitt von 20 zu überwinden. Auch hier scheitern wir. Aber wir sehen, dieses Band, was vorher steil nach unten gezeigt hat, geht in eine Parallelbewegung über. Man nennt das als Charttechniker schon mal den Beginn einer Bodenbildung. Ja, und ich warte dann im Prinzip auf ein Überwinden dieses mittleren Bandes. Das war hier der Fall gewesen. Hier sehen wir, schaffen wir es, diesen Widerstand zu überwinden. Das ist dann in der Konstellation unser klassisches Buy-Signal, das wir dann dementsprechend nutzen können, um hier dementsprechend unseren Long Trade am Markt zu platzieren. Das heißt, hier sehen wir diesen schönen Durchbruch und wir sehen, solange wir danach oberhalb dieses Bandes fungieren, und wir sehen, wir testen immer wieder dieses mittlere Band. Es hält als Unterstützung. Solange sind wir in einer Aufwärtsbewegung. Das sieht man dann auch an diesem aufwärtsgerichteten Trendkanal. Dieser kann natürlich auch in jedem Timeframe genutzt werden. Wir sehen hier das Ganze auch mal wieder im Daily Chart, also in einem etwas längerfristigen Chartverlauf. Und da sehen wir hier auch sehr, sehr schön das Abprallen an diesem oberen Band, das Laufen an diese Mittellinie hier unten, das Durchbrechen dieser Mittellinie. Und dann sehen wir, setzt sich dieser Abwärtstrend auch schön weiter fort. Und das Gute ist, desto längerfristig Sie das Timeframe wählen, um mit diesem Indikator zu arbeiten, desto stärker werden auch die entsprechenden Handelssignale, die sich daraus ergeben. Wir sehen, wir laufen genau bis ans untere Band hier mit ran. An diesem unteren Band setzen wir wieder diese Bewegung nach oben an, durchbrechen unseren mittleren gleitenden Durchschnitt, diesen Moving Average von 20, den wir hier drin hatten. Das ist praktisch die Kaufindikation und wir sehen, solange wir uns oberhalb dieses mittleren Bandes befinden, sehen auch hier diesen kleinen Rücksetzer an das Band, die Unterstützung. Jetzt ist das Ganze nämlich eine Unterstützung hält. Der Aufwärtstrend geht entsprechend weiter hier am Markt und wir sehen jedes Mal, testen wir wieder dieses Szenario, hier durchbrechen wir das Ganze mal. Und immer, wenn wir so ein schmales Band haben, wenn sich die Bollinger Bänder zusammenziehen, das ist immer ein Indiz dafür, dass hier eine Trendwende, ein Trendwechsel oder ein größeres Signal bevorsteht. Und das kann man immer sehr, sehr schön nutzen, um das Ganze hier zu handeln. Wir sehen aber, das untere Band wird verteidigt. Wir brechen sofort wieder durch dieses obere Band mit durch. Ja, und das war dann hier praktisch wieder der erneute Einstieg in den Markt auf weiter steigende Kurse und das war auch hier die entsprechend richtige Entscheidung. Und auch aktuell sehen wir, wir hatten ja zum Ausklang der letzten Woche doch eine deutlichere Korrektur hier am Markt gesehen beim Euro-US-Dollar und da sehen wir auch, dass diese Korrektur hat genau dazu geführt, dass wir unser unteres Band hier getestet haben. Und genau an diesem unteren Band sehen wir jetzt aber auch schon wieder, dass das als Unterstützung fungiert. Wir machen uns hier schon wieder auf den Weg in Richtung der Mittellinie. Da wird es für mich dann halt wieder interessant.
mit einem Einstieg. Erfahrene Trader nutzen hier zum Beispiel dieses Setup auch als Chance-Risiko-Trade, indem sie sagen, okay, wir haben hier diese Unterstützung gefunden, solange der Tiefstand dieses Durchbruchsszenarios hier nicht unterschritten wird, das wäre das Stop-Niveau, kann ich das nutzen? Ich erwarte im Prinzip eine Kursbewegung in Richtung des mittleren Bandes, also in Richtung unseres leitenden Durchschnittes als Minimalziel, und dementsprechend nutzen viele fortgeschrittene Trader auch dieses Szenario, dieses Abprallen hier am unteren Band für eine Korrekturbewegung in Richtung des mittleren Bandes. Also auch hiermit kann man sehr, sehr schöne Handelssignale generieren mit den Bollinger Bändern. Und wer die Signale noch etwas feiner haben will, noch mehr Handelssignale haben will, der wählt einfach die Periode, die standardmäßig mit 20 hier angegeben wird, kürzer. Also wenn man auf Tagesbasis zum Beispiel arbeitet, empfiehlt es sich zum Beispiel auch nur mit einem Bollinger Band von 13 oder sogar 8 zu arbeiten. Da sind die Bänder natürlich deutlich kleiner, enger an den Markt angelegt, aber man bekommt dort auch sehr, sehr schöne Handelsindikationen. So, das waren unsere Bollinger Bänder. Wollen wir uns mal die nächsten Indikatoren anschauen, damit wir hier auch noch einige am heutigen Tag schaffen. Ich möchte Ihnen natürlich ein paar mehr hier vorstellen. Und ein weiterer Indikator, den man sehr, sehr schön nutzen kann, ist ein sogenannter RSI-Indikator oder ausgesprochen unser relative Stärke-Indikator. Auch da, wie es der Name schon aussieht, ist es ein sogenannter Oszillator. Und das Ganze schauen wir uns mal an, wie der zum Beispiel am Markt funktionieren kann. Erfunden hat den mal Wilder, auch schon in den 80er Jahren. Also da war man sehr kreativ gewesen, was dort die Entwicklung von neuen Indikatoren anging. Und da wird zum Beispiel die Summe positiver Kerzen durch die Summe der negativen Kerzen dividiert, nimmt das Ganze mal 100, damit man das Ganze in einer Skalierung von 0 bis 100 dementsprechend bekommt, kann man sich hier mal durchlesen. Ich habe gesagt, diese Dokumente dienen dazu, dass man sich gerne mal etwas weiter in diese Materie mit einarbeiten kann. Wir wollen uns das Ganze mal anschauen, wie das Ganze praktisch mit aussieht. Und dann schauen wir mal, ob wir die Indikatoren hier uns mal im Markt mit anschauen. Sie sehen, wieder über die Indikatorenliste Benutzer definiert, wähle ich mir diesen RSI-Indikator hiermit auf. Man sieht das relative Stärkeindex und wir lassen den auch mal bei einer Periode von 14. Das bedeutet auch nichts anderes, als dass hier die letzten 14 Kurswerte mit in unsere Berechnung mit einbezogen werden. Also man sieht, es beruht immer auf historischen Daten. Hier beruht es einfach auf den letzten 14 Kerzen. Also in unserem Fall wären das die letzten 14 Tage oder die letzten 14 Stunden. Ja, und dann sehen wir, erhalten wir ein weiteres Feld hier auf unserem MetaTrader. Und das ist ganz interessant. Da sehen wir, der Indikator geht insgesamt von 0 bis 100 und wir haben hier sogenannte Range-Bereiche, einmal bei 30 und einmal bei 70 eingebaut. Und in diesen Bereichen, da wird es besonders interessant, geht der Markt nämlich über die Marke von 70, spricht man von einem überkauften Markt. Das heißt, ein Markt, der eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf eine Korrekturbewegung hat. Und wir sehen das, ich habe uns das hier mal im Minutenchart ausgewählt, das war heute Vormittag zum Beispiel diese Konstellation, wo wir dann in der nächsten Kerze bereits diese starke Korrekturbewegung nach unten sehen. Und jedes Mal, wenn wir praktisch über diese markante Marke, über diese 70er Marke gehen, sind wir in diesen starken überverkauften Zonen. Und das kann man sich hier sehr, sehr schön anschauen. Da schließt sich dann auch häufig, hier sehen wir auch wieder das Heranlaufen an diese 70er-Marke, danach diese starke Korrekturbewegung und auf der anderen Seite natürlich laufen wir unter diese 30er-Zone, ist das auch sehr interessant für uns, dann haben wir eine sogenannte überverkaufte Zone. Das heißt, in der Vergangenheit haben sehr, sehr viele Verkäufer zu diesen massiv fallenden Kursen geführt und das ist dann ein Bereich, wo man dann dementsprechend hier wieder eine Gegenbewegung nach oben erwartet. Und wenn wir nochmal einen ganz schnellen Blick auf unseren Indikator, auf unsere Slide hier werfen, sehen wir, habe ich hier auch nochmal Interpretation von Divergenzen eingeblendet. Was bedeutet das? Eine Divergenz ist nichts anderes am Markt als ein sogenanntes Fehlverhalten. Das heißt, wir haben zum Beispiel neue Höchst- oder Tiefstände in unserem Markt, aber diese neuen Höchststände werden wie in unserem Beispiel hier nicht durch neue Höchststände im Indikator dementsprechend aufgezeigt. Das heißt, das ist eine
typische Divergenz, ein Missverhalten am Markt, sodass man dann sagen kann, hier kommt definitiv eine Korrektur. Und wir haben jetzt unser anderes Beispiel. Obwohl der Markt neue Tiefstände markiert, ist der Indikator steigend. Und dasselbe sehen wir auch jetzt praktisch mal hier an unserem Beispiel. Wir visualisieren uns das Ganze mal mit einer Linie. Wir sehen, der Tiefstand in dem Indikator wurde eigentlich hier markiert, sehen aber, dass der Indikator in der Folge eigentlich weitere, oder der Chart besser gesagt, weitere Tiefstände hier markiert hat, sehen aber, wenn wir uns unseren Indikator anschauen, dass dieser Indikator hier eigentlich gar keine weiteren neuen Tiefstände mit markiert hat, sondern eigentlich hier schon eine steigende Tendenz hat. Und wenn wir dieses gegenläufige Verhältnis haben, dann ist es eine klassische Divergenz am Markt. Und das bedeutet, dass wir dann eine entsprechende Gegenbewegung, wir hatten ja vorher einen Abwärtstrend an den Märkten gehabt, dass wir dann in dieser Konstellation eine Aufwärtsbewegung hier dementsprechend erwarten können. Und das Gegenteil von diesem ganzen Szenario sehen wir auch auf der anderen Seite. Wir sehen, wir hatten hier zum Beispiel eine Konstellation, wo wir hier im Markt ein neues abmarkiert haben, also hier einen neuen Höchststand am Markt markiert haben. Hier haben wir diese schöne Tendenz nach oben, aber dieses Bild finden wir in unserem Indikatoren-Setup nicht. Die sind jetzt hier sogar leicht fallen oder auf steigendem Niveau. Und wenn wir so eine Konstellation mit diesen Indikatoren haben, gerade zum Beispiel mit diesem relative Stärke-Index, dann haben wir dementsprechend hier eine gute Indikation auf ein bevorstehendes Handelssignal. Ja, und was passiert, wenn wir uns mit dem RSI-Indikator zwischen diesen beiden Extrembereichen, sprich zwischen der 30 und der 70 bewegen, dann haben wir eigentlich eine klassische Seitwärtsbewegung. Das sehen wir auch hier oben im Chart, eine klassische Seitwärtsbewegung. Da verlieren die meisten Anleger Geld. Deshalb sollten wir dann auch in diesen Konstellationen nicht handeln. Und wir sehen auch, wenn wir so einen Klassiker haben, der Markt bewegt sich hier wirklich. Ich lege mir immer gerne noch eine weitere Linie rein, die lege ich mir hier bei 50. Das ist so der Mittelwert und sagt, wenn wir um diese Mittellinie hier bei 50 tendieren, dann sind wir hier ganz klar in einer Seitwärtsbewegung. Mal ein bisschen rüber, mal ein bisschen runter. Das ist genau das Unentschlossene, was wir hier oben sehen. Das ist keine Trading-Konstellation. Wir warten, wenn wir diesen Indikator nutzen, dass wir wirklich in diese überkauften oder überverkauften Zonen laufen. Und ich hatte auch angesprochen, wir wollen diese Indikatoren heute mal kombinieren mit Charttechnik. Wenn ich mir natürlich unseren Chart hier oben anschaue, beim letzten Mal hatten wir ja toll die Thematik Widerstands- und Unterstützungslinie. Da sehen wir hier ganz markant die ersten Tiefstände am Markt. Wenn ich die beiden Punkte einfach mal miteinander verbinde, sehen wir, habe ich hier erneut dasselbe Unterstützungsniveau, hier nochmal, hier nochmal, hier nochmal. Und selbst hier hinten in der Historie habe ich erneut dieses Unterstützungsniveau. Da sieht man also auch nochmal, so wie wir es beim letzten Mal besprochen haben, wie stark eigentlich die Kraft dieser Unterstützungs- und Widerstandslinien ist. Ja, und wenn ich das Ganze vom letzten Mal aus dem Modul Widerstand und Unterstützungslinien mit dem heutigen Modul kombinieren will, dann suche ich mir natürlich Konstellationen, wo zum Beispiel mein RSI-Indikator in diesen Extrembereich, sprich unter diese 30er-Marke taucht. Das ist hier der Fall. Nutze dieses Kursniveau hier zum Einstieg in einen Trade. Ja, und wir sehen unterhalb dieser Unterstützung, da weiß ich dann auch, da muss mein Stop-Niveau hin, liegt mein Stop-Loss-Kurs. Und wir sehen, der Markt entwickelt sich auch entsprechend hier mit kleinen Bewegungen nach oben, waren immerhin über 100 Pips hier gewesen, also das ist durchaus schon ein interessanter Trade gewesen und wie gesagt, da nutze ich natürlich sehr, sehr gerne diesen Indikator, um den zu nutzen. Wer etwas mehr Glättung in diesem Indikator haben will, wie gesagt, wir haben jetzt die letzten 14 Zeitperioden genommen, der kann den natürlich auch anpassen. Wir gehen einfach auf Eigenschaften und legen uns hier einfach mal den Wert auf 20. Da sehen wir, wird diese Linie etwas geglättet. Da sind natürlich auch diese Extrembereiche deutlich seltener, dass wir in diese 70er oder 30er Zonen reinlaufen. Damit werden aber die Handelssignale, die im Bereich dieser Marken generiert werden, deutlich stärker. Und wir sehen das Ganze hier auch nochmal im Stundenchart mit der Indikation. Gehen hier einfach mal wieder auf die Eigenschaften 14. Wie gesagt, ich nutze 20er oder 35er Perioden gerne in den kurzfristigen Settlements. Und hier sehen wir es aber auch sehr schön. Wir hatten eine sehr, sehr schöne, starke Aufwärtsbewegung.
die sich hier fortgesetzt hat. Und dann aber oberhalb dieser 70er-Marke wird der Markt anfällig für eine Korrektur. Und hier haben wir auch noch diese Besonderheit der Divergenz gehabt. Wir sehen, der Markt markiert neue Höchststände. Ich visualisiere uns das Ganze mal mit dieser blauen Linie. Aber unser Indikator hatte hier bereits an diesem ersten Top seinen Höchststand markiert und zeigt mit seiner Linie hier nach unten. Das ist eine klassische Divergenz. Das lässt ein Charttechniker hier aufhören. Und wenn man diese Konstellation hat, wir sehen, hier haben wir einmal einen markanten Höchststand im RSI markiert. Das war um 17 Uhr. Der Markt läuft weiter, hat hier eigentlich den letzten Höchststand um 8 Uhr markiert. Auf Stundenbasis, wir sehen, dieses Hoch wurde mit dem RSI-Indikator gar nicht mehr erreicht. Das ist diese klassische Divergenz. Die nutzt ein Anleger sehr, sehr gerne, um dementsprechend dort Handelsentscheidungen zu treffen. Ja, und wenn man nächstes Mal, werden wir sehen, das ist mal ein kleiner Ausblick, das Ganze kombiniert zu einem Handelssetup, legen wir uns zum Beispiel einfach ein Moving Average mit rein und sagen, wenn jetzt der Moving Average in so einer Konstellation unterschritten wird, das sehen wir hier, da sehen wir den Durchbruch, dann haben wir uns jetzt schon ein super simples Handelssetup zusammengebaut. Zwei Indikatoren, der RSI und der Moving Average in der Konstellation mit dieser Divergenz, die wir hier gesehen haben. Und schon haben wir ein tolles Short-Signal und wir sehen, das hat richtig gelohnt hier am Markt. Und so kann man sich sehr, sehr schöne Handelssetups bauen. Und das wird auch das Modul am kommenden Mittwoch, das ich hier schon mal andeuten möchte. Damit werden wir uns in der kommenden Woche beschäftigen, die Indikatoren, die wir uns heute mit anschauen und die Unterstützungs- und Widerstandszone des letzten Males miteinander zu kombinieren und uns eigene schöne Handelssetups hier am Markt zu bauen. So viel an der Stelle zu unserem RSI-Indikator. Ich möchte Ihnen, wie gesagt, noch ein paar weitere vorstellen. Deshalb gehen wir hier einfach mal weiter in unserer Liste. Ja, und kommen jetzt auf einen Indikator, der sich abgekürzt CCI nennt, ein sogenannter Commodity Channel Index. Wer der englischen Sprache mächtig ist, Commodity hat immer irgendwas mit Rohstoffen zu handeln. Da kommt der auch tatsächlich her. Ist ein Indikator, der eigentlich entwickelt worden ist, um die Rohstoffmärkte zu analysieren und da zu handeln. Und man hat aber gesehen, dass man den Indikator auch sehr, sehr schön für alle anderen Märkte, also egal ob Forex-Märkte oder Indikatoren oder auch Aktien, sehr schön nutzen kann, weil dieser Indikator uns auch sehr schön überkaufte oder überverkaufte Bereiche mit anzeigt. Und in diesen überkauften und überverkauften Bereichen kann man dann natürlich auch sehr, sehr schön sich Handelssignale generieren. Dazu haben wir zum Beispiel dann Signallinien, die bei plus 100 und minus 100 liegen. Das schauen wir uns gleich mal an. Und wenn diese Bereiche durch unsere Signallinie geschnitten werden, wie gesagt, auch hier nutzen wir wieder ein sogenanntes arithmetisches Mittel. Das war wieder unser gleitender Durchschnitt, den wir am Anfang besprochen haben, um dementsprechend hier Signale zu generieren. Dann haben wir entsprechende Handelssignale. So viel zur Theorie. Sie sehen, ich bin ein Freund der Praxis, deshalb wollen wir uns das Ganze auch wieder hier auf unserem MetaTrader mit anschauen, sucht den auch wieder raus, Benutzer definiert CCI, das ist unser Commodity Channel Index, blende uns den einfach mit ein, lass hier die Periode auch erstmal bei 14, das bedeutet auch nichts anderes, als dass wir die letzten 14 Zeiteinheiten nutzen, um dementsprechend hier unser Signal zu generieren. Und auch hier sehen wir die von mir angesprochenen Bereiche. Einmal eine obere Linie, die bei plus 100 liegt und einmal eine untere Linie, die bei minus 100 liegt. Und das Ganze kann man dann dementsprechend als Handelsindikation nutzen. Wie funktioniert das Ganze? Schauen wir uns das Ganze mal im Minutenchart an. Da kriegen wir ein paar mehr Handelssignale. Und dieser Indikator funktioniert folgendermaßen. Laufen wir zum Beispiel wie hier in diesem Setup über die 100er Marke, dann sind wir hier in einer Zone, die uns einen überkauften Bereich anzeigt. Das heißt, eine Zone, die sehr, sehr anfällig für eine Korrektur ist. Und wir sehen, mit dem Durchbrechen der Linie nach unten setzt dann auch diese Korrekturbewegung ein. Das sehen wir hier auch mit dem vorangegangenen Signal sehr schön. Wir können uns durchaus einen etwas längeren Zeitraum oberhalb dieser Marke bewegen. Das ist aber auch letztendlich immer ein Indiz dafür, dass der Markt in einer Zone ist, in der wir sehr anfällig für eine Korrektur sind. Und auch den CCI können wir genauso nutzen wie den RSI-Indikator. Auch hier haben wir die Möglichkeit, mit sogenannten Divergenzen zu arbeiten. Wir sehen, unser Markt
markiert hier weiter, das war die falsche Linie, markiert hier weiter schön neue Höchststände. Wir sehen, dass der arbeitet sich hier schön weiter nach oben. Wir hatten ja hier unseren ersten Extrempunkt vom CCI und sehen, wenn ich uns das mal mit einer Linie visualisiere, an dem letzten Höchststand ist der Höchststand im CCI viel, viel tiefer als der erste. Und auch so kann ich mir hier eine sogenannte Divergenz einzeichnen. Das sehen wir hier sehr schön. Hier neue Höchststände, die Linie zeigt nach oben. Hier neue Tiefstände im Indikator. Das ist ein Widerspruch. Und immer wenn wir so einen Widerspruch, eine sogenannte Divergenz an den Märkten entdecken, dann sehen wir, kommt danach auch ein entsprechend starkes Handelssignal. Ja, und wie wir es eben schon mal gemacht haben, hier einfach mal so ein kleines Spielzeug wie einen Moving Average in den Markt gelegt. Wenn dann mein Moving Average durchbrochen wird, wenn ich auch mit diesem Indikator so ein Setup entdeckt habe, hier sehen wir praktisch unseren Durchbruch, da ist meine Durchbruchkerze um 18.58 Uhr, dann sehen wir danach diese schöne Korrekturbewegung nach unten. Also auch dieser Indikator ein sehr, sehr schönes Hilfsmittel, um mir Extrembereiche im Markt zu markieren und wie gesagt, kann auch in allen Timeframes und in allen Märkten genutzt werden. Habe uns jetzt hier einfach mal den Daily Chart aufgerufen und da sehen wir schon auf Tagesbasis dieser Ausverkauf hier in der letzten Woche deutlich unter diese Marke und wir sehen jetzt schon, der Markt kämpft sich nach oben. Ja, und professionelle Trader nutzen dieses Durchbrechen. Wir sehen das am heutigen Tag. Wir schließen oberhalb dieser Minus 100er Marke. Das ist für viele Anleger schon das Indiz. Hier eröffnen sie eine Buy-Position, weil jetzt einfach davon ausgegangen wird, dass sich in den kommenden Tagen der Wert weiter nach oben bewegen wird. Und da ist zum Beispiel dieser Moving Average auch durchaus ein Kursziel. Das heißt, Anleger erwarten eigentlich eine Kursbewegung in Richtung dieses Moving Average. Jetzt sind wir bei 1,1650. Das Ziel liegt bei 1,1710. Das sind 60 Pips ungefähr, die wir hier Platz haben nach oben. Das ist für viele ein durchaus interessantes Investment, um den Indikator hier auf diese Art und Weise zu nutzen. Und wir sehen jedes Mal, wenn wir hier diese Kursspitzen haben, auch hier hätten wir auf Tagesbasis eine Divergenz. Wir sehen, wir haben hier einen Höchststand, der nächste Höchststand ist aber deutlich höher hier am Markt. Das heißt, hier können wir uns eine steigende Linie in den Markt einsetzen, sehen hier aber als Pendant diesen feinen Indikator, nicht mehr die gleichen Höchststände und dementsprechend sehen wir hier auch, kann das Ganze sehr, sehr schön für den Handel genutzt werden. Also CCI, Commodity Channel Index, nicht nur, wie es der Name sagt, für Rohstoffe geeignet, sondern dieser Indikator kann uns auch sehr, sehr schön entsprechende Extrembereiche anzeigen und wie gesagt, diese Extrembereiche beginnen in den Plus 100 und Minus 100, wenn wir in diesen Bereichen entsprechende Handelssignale bekommen, dann kann man das Ganze sehr, sehr schön am Markt mit nutzen. So, ich schaue mal immer natürlich auf unsere Zeit. Ein paar Indikatoren haben wir noch, die ich Ihnen heute vorstellen möchte. Deshalb geht es jetzt auch gleich zu unserem nächsten Indikator, dem wohl bekanntesten Indikator MACD. Vier Buchstaben. Da bedeutet nichts anderes als Moving Average Konvergenz Divergenz Indikator, kompliziertes Wort, aber man hat irgendwas schon wieder vom Moving Average drin gehört. Viele der technischen Indikatoren in der Chartanalyse basieren Tatsache auf diesen gleitenden Durchschnitten, deshalb haben wir da auch heute mit angefangen und wie gesagt, aufgrund dieser Basis werden dann unterschiedliche Berechnungsmethoden dementsprechend angewandt. Hier sieht man es nochmal ausgeschrieben, Moving Average Konvergenz Divergenz Indikator, ja, als Deutsch übersetzt Indikator für das Zusammen- oder Auseinanderlaufen der gleitenden Durchschnitte, ist auch wieder typisch in der Zeit 80er Jahre 1979 entwickelt worden. Da war man sehr, sehr umtriebig in der Zeit, die technischen Indikatoren, die wir auch heute noch nutzen, die Klassiker dieser Indikatoren mit zu entwickeln. Und wie gesagt, hier nutzt man auch wieder gleitende Durchschnitte, die unterschiedliche Zeiteinheiten haben und wenn die sich dann entsprechend kreuzen, haben wir Kaufsignale oder Verkaufsignale. So viel zur Theorie. Unterlagen habe ich Ihnen ja hier in das Dokument gelegt, kann man gerne nachlesen. Wir wollen uns das Ganze natürlich praktisch mit anschauen, wie man diesen Indikator hier am sinnvollsten mit nutzen kann, wie dieser Indikator
dann entsprechende Handelssignale generiert. Das heißt, wir blenden uns den mal ein, gehen hier auch bei Eingaben, da sehen wir schon die zwei Perioden, das sind zwei gleitende Durchschnitte im Prinzip, einmal einen schnelleren Indikator mit einer Indikation von 12, einmal eine Slow-Periode, also einen langsameren gleitenden Durchschnitt mit einer Periode von 26 und dann ist hier noch eine Signalgeberperiode von 9. Wie sieht das Ganze aus? Folgendermaßen in unserem MACD-Indikator sehen wir dann so ein schönes Histogramm hier im Chart. Ich zeichne mir immer gerne noch eine Nulllinie ein. Die setze ich uns mal hier, die grüne Linie. Und dann schauen wir uns mal an, wie einfach eigentlich die Interpretation mit so einem MACD-Indikator sein kann. Nämlich, sind wir mit unserem Histogramm oberhalb der Nulllinie, sind wir in einem Aufwärtstrend. Das visualisiert unser Histogramm sehr, sehr schön. Das heißt, ich suche mir hier den ersten Bar raus, der oberhalb unseres Histogramms ist. Das war hier am 21. April diesen Jahres. Da hat ein neuer Aufwärtstrend begonnen. Diesen Tag hatten wir ja auch schon damals mit unserem 200-Tage-gleitenden Durchschnitt definiert. Und das werden wir uns beim nächsten Mal noch anschauen, wenn wir diese Indikatoren miteinander kombinieren. Da sehen wir auf Schlusskursbasis haben wir den ersten positiven Histogrammbar hier oberhalb unserer Nulllinie. Ab da beginnt ein Aufwärtstrend. Solange wir uns mit unserem Histogramm oberhalb dieser Nulllinie befinden, wir sehen, wir haben auch mal Korrekturphasen im Markt, wo es wieder nach unten geht, sind wir grundsätzlich in einem Aufwärtstrend, in einem Buy-Movement können wir in diesem Markt bleiben. Und hier sehen wir bereits am 28.09., am 28. September, haben wir auf Schlusskursbasis die erste Indikation unterhalb unserer Nulllinie. Das ist auf der anderen Seite dann das klassische Verkaufssignal. Und wir sehen, solange wir uns mit unserem Histogramm unterhalb unserer Nulllinie befinden, sind wir hier in einem intakten Abwärtstrend. Ja, und wir sehen auch, der Markt pendelt hier immer mal ein bisschen nach oben. Nichtsdestotrotz bleiben wir mit unserem Histogramm im MACD-Indikator unterhalb unserer Nulllinie und sind hier in einem intakten Abwärtstrend. Und wir können natürlich auch anhand der Stärke, wie gesagt, das ist die einfachste Interpretation, das Schneiden der Nulllinie von oben nach unten, das ist das Verkaufssignal, das Schneiden der Nulllinie von unten nach oben, das ist das Verkaufssignal, das ist die einfachste Interpretation für Handelssignale. Aber es gibt natürlich auch Möglichkeiten, wenn man diesen ersten Einstieg hier zum Beispiel am 21. April verpasst hat, kann man natürlich auch diesen Indikator auf eine andere Art und Weise nutzen, um wieder neue Einstiege zu bekommen. Wir sehen, wir haben hier ja auch noch eine rote Linie, das ist auch ein gleitender Durchschnitt drin. Und hier sehen wir zum Beispiel, unser Histogramm durchbricht hier zum Beispiel einmal diese rote Linie. Solange wir unterhalb in dieser Linie sind, sind wir in einem Korrekturmodus. Den handeln wir natürlich nicht short, weil wir allgemein ja oberhalb der Nulllinie sind. Aber wir können diese Korrekturphase nutzen, um erneut in den Markt mit einzusteigen. Und wann erfolgt der erneute Einstieg? Wenn wir mit unserem Histogramm, mit unserem Balken diesen gleitenden Durchschnitt, diese rote Linie, ich vergrößere uns das Ganze mal hier einmal, wenn wir den dann wieder überschreiten, dann beginnt ein neuer Aufwärtstrend. Solange wir mit diesem Histogramm oberhalb dieser roten Linie des gleitenden Durchschnitts uns befinden, sehen wir, sind wir in einer Aufwärtsbewegung und wir nutzen das Ganze hier als Ausstiegsszenario, sobald wir mit diesem Histogramm wieder unterhalb dieser roten Linie sind. Dann sehen wir schließlich eine längere Korrekturphase hier am Markt an, die natürlich nicht short gehandelt wird, weil wir uns immer noch oberhalb der Nulllinie befinden. Aber da suchen wir natürlich den erneuten Einstieg. Wir sehen, solange diese Balken des Histogramms immer noch unterhalb dieser roten gleitenden Durchschnittslinie sind und immer kleiner werden, ist diese Korrekturphase intakt. Und hier sehen wir, ist der Scheidepunkt, diese Histogrammbalken werden wieder größer, überschreiten dann hier auch, 27.06. war das, unseren gleitenden Durchschnitt. Und damit beginnen wir wieder mit einem neuen Aufwärtstrend und wir sehen, der hält dann auch hier sehr lange an. Das heißt, wenn man diesen ersten Einstieg hier verpasst, kann man natürlich diese Korrekturen nutzen, um sich hier auf einen weiteren Einstieg vorzubereiten, um dann hier einen Long-Einstieg zu finden. Oder aber auf der Short-Seite genau dasselbe. Hier sehen wir, laufen wir über unsere Linie im Histogramm. Das heißt, hier sehen wir mal eine zwischenzeitliche Erholungsphase.
sind aber immer noch unter der Nulllinie. Das heißt, wir bleiben hier in diesem Korrekturmodus. Und jetzt warte ich einfach, dass wir mit unseren Balken im Histogramm diese rote Linie wieder unterschreiten. Und das war hier der Fall gewesen. Das ist der erneute Short-Einstieg und wir sehen danach, fällt der Markt auch hier weiter nach unten ab, ist so lange intakt, wie lange wir mit unserem Histogramm hier unter diesem Indikator sind. Ja, und das Ganze kann man natürlich auch im kurzfristigen Bereich nutzen. Habe uns jetzt mal das 5-Minuten-Timeframe hier eingeblendet, mache das mal ein bisschen kleiner und man sieht auch, da bekommt man sehr, sehr schöne Handelssignale mit diesem Indikator. Hier das Schneiden der Nulllinie, das war heute gestern um 20.25 Uhr der Fall gewesen. Wir sehen in der Folge diese schöne Korrekturbewegung am Markt. Auf der anderen Seite hatten wir dann auch etwas später hier die Handelsindikation Long am Markt. Wir sehen, wir arbeiten uns hier wieder schön nach oben. Und wie gesagt, das kann man in jedem Timeframe nutzen mit diesem Indikator, das Schneiden der Nulllinie, die einfachste Möglichkeit hier mit diesem Moving Average zu arbeiten. Werden wir uns im nächsten Modul anschauen. Da werden wir uns auch noch mal ein bisschen die Schwächen dieses Moving Average anschauen, werden uns mal ein bisschen diese Zeiteinheiten einstellen, weil gerade im längerfristigen Turn sind die zu langfristig eingestellt. Das werde ich Ihnen im kommenden Webinar verraten, wie da die optimalen Einstellungen sind, wenn ich mit diesem Indikator auf Tages- oder Stundenbasis arbeiten möchte. Ja, hier sehen wir unseren Chart und wir sehen unsere Unterstützungslinie, die funktioniert immer noch super, wie wir sie beim letzten Mal besprochen haben. Wir sehen auch, wenn ich diese Linie verlängere, auch aktuell im Szenario wunderbar wieder diesen Unterstützungsbereich getestet und wieder nach oben abgeprallt. Also da sieht man nochmal, so wie wir es beim letzten Mal besprochen haben, wie stark diese Unterstützungs- und Widerstandszonen sein können und wie toll man damit arbeiten kann. Und wie gesagt, das Ganze kombinieren wir beim nächsten Mal ja noch, wenn wir uns dann entsprechende Handels-Setups aufbauen aufgrund der Merkmale dieser ersten beiden Webinare. So, der nächste Indikator, den ich Ihnen vorstellen möchte, ist ein sogenannter Momentum-Indikator, kurz MOM abgekürzt. Auch der Indikator hat seine Daseinsberechtigung, wie es der Name im Prinzip schon sagt, nutzen wir den, um ein Momentum, das heißt eine Bewegung zu beschreiben. Das heißt, wie stark ist eigentlich die Kursbewegung hier am Markt? Wie gesagt, wir schauen uns das Ganze jetzt mal praktisch an. Wer da etwas detaillierter was zu möchten, wissen möchte, habe ich auch mal, wie die ganzen Sachen berechnet werden, hier mit kurz in unserer Slide angedeutet. Möchte uns das Ganze aber praktisch, wie gesagt, aufgrund der vorangeschreitenden Zeit hier mal etwas deutlicher einzeichnen. Und ich schaue mal, wo wir ihn hier gerade haben, unseren Indikator. Da ist er, Momentum-Indikator, auch wieder Periode 14, bedeutet nichts anderes, als dass wir hier dementsprechend diese Zeiteinheit nutzen, um, wie gesagt, die letzten 14 Zeiteinheiten mit reinzurechnen. Ja, und hier sehen wir, dieser Indikator, dieser Oszillator, spricht man eigentlich davon, wird häufig genutzt in Kombination mit anderen Handelsindikatoren. Und wir sehen, wenn zum Beispiel hier dieser Indikator so stark nach unten zeigt, beschleunigt sich dieser vorherrschende Abwärtstrend. Und wir sehen, obwohl wir hier neue Tiefstände im Chart markieren, sehen wir, zieht dieser Indikator schon wieder nach oben an. Das heißt, hier sehe ich schon sehr, sehr frühzeitig, dass der Schwung dieser Abwärtsbewegung verloren geht. Und damit kann dieser Indikator sehr schön als zusätzliches Indiz, wie gesagt, einzeln kann man daraus sehr schlecht Handelssignale generieren. Aber hier kann man sehr schön sehen, ob sich ein Trend in eine bestimmte Richtung beschleunigt oder dementsprechend an Schwung in die entsprechende Richtung verliert. Und damit kann man natürlich sehr, sehr schön dann am Markt mitarbeiten. Das Ganze, wie gesagt, in Kombination mit anderen Indikatoren, das werden wir uns beim nächsten Mal dann anschauen. Weil ich möchte Ihnen noch einen Indikator, den schaffen wir nämlich heute, unbedingt noch mit vorstellen. Das ist unser sogenannter Fibonacci-Indikator, unsere sogenannten Fibonacci-Retracements. Und das ist im Prinzip ein Indikator der technischen Analyse, der bestimmte Widerstands- und Unterstützungslinien nutzt, so wie wir sie uns beim letzten Mal eigentlich herausgearbeitet haben. Und Retracements sind sogenannte Rückschlagzonen. Und dann wird man sehen, warum ein Markt ausgerechnet an einem bestimmten Wert dementsprechend dreht, also eine neue Unterstützung oder einen neuen Widerstand findet.
Und wie gesagt, das finde ich ist ein unheimlich starkes Tool, das man hier an den Finanzmärkten nutzen kann. Und da möchte ich Ihnen jetzt einfach mal zeigen, wie wir dieses Tool hier nutzen. Das heißt, wir suchen uns einfach mal, ich habe jetzt hier einfach mal den Stundenchart im Euro-US-Dollar einen markanten Höchststand, wo praktisch der Höchststand dieser Korrekturbewegung war. Und wir suchen uns den markanten Tiefstand dieser Bewegung. Den sehen wir, hatten wir hier unten im Chart gehabt. Das waren unsere markanten Höchst- und Tiefstände. Und jetzt suchen wir uns aus unserem Indikator, hier steht das, der ist mit eingesetzt, Fibonacci-Rücksetzungsebenen, also diese Retracement-Zeichen. Wie funktioniert das Ganze? Ich klicke den an, dann sehen wir, haben wir unser Kreuz mit vielen kleinen Linien. Ich gehe jetzt an den Höchststand meines Indikators, linke Maustaste gedrückt und ziehe den dementsprechend nach unten an den Tiefstand. Und da sehen wir, jetzt haben wir hier verschiedene gelbfarbene Linien mit eingezeichnet. Das heißt, 0 ist der Tiefstand, 100 war der Höchststand und wir sehen, wir haben jetzt hier bestimmte Marken 23,6, 38,2, 50, 61,8 und natürlich 100, wo unsere Korrektur hier begonnen hat. Und diese Zonen kann man sehr, sehr schön nutzen, um dementsprechend an diesen Bereichen zu handeln, weil wir sehen, diese Marken, diese 23,6%, diese 38,2%, das sind jeweils die Prozente dieser Bewegung oder diese 50%, sind ganz markante Marken im Markt, die als Widerstand oder aber als Unterstützung fungieren, um dementsprechend in diesen Märkten zu handeln. Das heißt, wenn ich sehe, dass wir dieses 23,6%ige Retracement erreichen, wie hier zum Beispiel, sehe aber, wir schaffen es, diese Kursmarke nicht zu überwinden, weiß ich, wir sind gescheitert an dieser Widerstandsmarke. Wir sehen das in den nächsten Stunden, auch diese deutliche Korrektur. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, wie diese Marke, diese 23,6, auch durchaus als Unterstützungsniveau fungiert. Wir sehen, wir haben diese Marke verteidigt. Dann weiß ich auch, wohin geht es mit der nächsten Kursbewegung, nämlich nach oben in Richtung dieses 38%igen Retracements, haben aber gesehen, dass diese Marke nicht überwunden werden konnte, dass das auch zeitgleich hier eine sehr schöne Widerstandsmarke war, der Markt dort abprallt und jetzt eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit hat, wieder auf diese 23,6%ige Zone zurückzulaufen. Und wie gesagt, ich schaue mal, ob wir noch ein anderes Beispiel finden. Wir nehmen einfach mal einen anderen Wert hier mit rein. Great British Pound US-Dollar. Nutzen das Ganze mal als Candlestick-Chart und schauen uns hier auch mal markante Kursbewegungen mit an. Und hatten hier zum Beispiel für diese Aufwärtsbewegung, die wir hier im Chart sehen, da können wir das genauso machen. Wir haben uns hier zum Beispiel diesen Tiefstand, da hat die Bewegung begonnen, genutzt und nutzen diesen Tiefstand, verbinden den dann mit dem Höchststand, den wir hier oben markiert haben. Und da sehen wir das Pendant auch, wie so ein Markt arbeitet. Wenn diese Marken bei einer Aufwärtsbewegung jetzt unterschritten werden, wir sehen das hier, das Durchbrechen dieser 23,6%igen Marke bedeutet nichts anderes, als dass wir dann als nächstes Ziel die 38,2 angreifen. Wird die 38,2 durchschritten, werden wir definitiv auf die 50 gehen. Und wo sich nochmal immer ein sehr schönes und sehr tolles Handelssignal ergibt, wenn die 61,8% fallen, das heißt nicht als Unterstützung verteidigt werden können, haben wir eine fast 90%ige Wahrscheinlichkeit mit diesem Indikator, dass wir dann auf die 100er Marke, also auf den Beginn des Trends zurücklaufen und damit, wie gesagt, auch ein sehr starkes Tool, das wir uns beim nächsten Mal auf jeden Fall nochmal mit anschauen werden. Wie gesagt, das soll es auch so im Schnellflug, eine Stunde ist immer schnell vorbei, dementsprechend gewesen sein. Nächsten Mittwoch, da möchte ich noch darauf hinweisen, da werden wir dann den dritten Teil aus diesem Modul machen. Da schauen wir uns an, wie wir Trading-Setups mit diesen einzelnen Indikatoren bauen können, dass wir dementsprechend das Ganze nutzen können. Und danach sehen wir die weiteren Module. Ich würde mich, wie gesagt, an dieser Stelle freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Und wie gesagt, wenn Sie Fragen haben, können Sie uns die gerne in die Chatfunktion mit reinstellen. Die Unterlagen habe ich Ihnen hier bereitgelegt, können Sie sich auch gerne downloaden, können auch gerne beim nächsten Mal noch die Fragen stellen und dann werden wir auch die mit Sicherheit beantworten können.
Und freue mich und darf mich an dieser Stelle bedanken, dass Sie so zahlreich dabei gewesen sind. Freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal mit dabei sind. In dem Sinne wünsche ich allen erfolgreiche Trades, eine schöne Handelswoche, ein tolles Wochenende, was ja schon fast vorausliegt. Und freue mich, wenn Sie am nächsten Mittwoch dann auch wieder um 18:30 Uhr hier mit dabei sind. In dem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend. Dankeschön.